Inmitten eines der größten Industriegebiete der Erde liegt das Wallstra-Zentrum der Thyssen-Gruppe, die Niederrheinische Hütte in Duisburg. Seit über 100 Jahren in wechselhaften Geschehen gewachsen, ist sie heute einer der größten Drahtproduzenten Europas. Die Jahreskapazität liegt bei rund 1 Million Tonnen Wallstraat und 100.000 Tonnen Stabstahl. Tochtergesellschaften in Deutschland und Kanada sowie viele andere Unternehmen im In- und Ausland verarbeiten Niederrheindraht. Nach zweijähriger Bauzeit begannen im Dezember 1967 die Versuchswalzungen. Der erste 1200 Kilogramm Ring wurde am 11. März 1968 gewalzt. 50 Meter pro Sekunde Walzgeschwindigkeit, Ringgewichte bis zu 1200 Kilogramm und kontrollierte Luftabkühlung des Walzdrahtes nach dem Stelmor-Verfahren sind drei charakteristische Vorzüge dieser hochmodernen Produktionsanlage. Das Vormaterial für diesen Walzdraht, 105 Quadratmillimeter Knüppel aus Thyssenstahl. Angeliefert im Rahmen eines Verbundes, der den größten Stahlkonzern Europas mit rund 100.000 Mitarbeitern bildet. Hier beginnt der Produktionsprozess für Niederrhein-Walzdraht. Die Knüppel werden in Hürden gestapelt. Magnetkrane heben sie, jeder 1000 bis 1200 Kilogramm schwer, auf den Wimmler vor dem Ofen. Zum besseren Verständnis des Produktionsablaufes hier eine Zeichnung. Dieser Plan zeigt die Drahtstraße 4 mit den wichtigsten Bereichen und Anlagen. Knüppellager, Ofen, Vorstaffel, Zwischenstaffel, Fertigblöcke, Stellmooranlage, Buntbildestation und Verladung. Das waren die wichtigsten Bereiche und Anlagen der Drahtstraße 4. Im Trick sieht der Walzvorgang so aus. Er beginnt hier mit der hinter dem Ofen liegenden Vorstraße, auch Vorstaffel genannt. In 7 einzeln angetriebenen Gerüsten der Vorstraße wird der 105 mm Vierkantknüppel zu einem 36 mm Quadrat reduziert. Anfang und Ende werden auf den Scheren nach dem 7. Gerüst geschopft. Die Länge der Walzader und die Geschwindigkeit verzehnfachen sich in der Zwischenstraße abermals. Ein Rund von etwa 13,5 mm verlässt mit ca. 10 Meter pro Sekunde das 15. Gerüst. Schwungscheren schopfen abermals die Stabspitze. Drallfrei wird der Walzstab in einer Rundovalkalibrierung verformt. Mit 50 Meter pro Sekunde verlässt der 5,5 mm Walzdraht den Fertigblock. In der Wasserkühlstrecke wird der Walzdraht von 1000 Grad Celsius, je nach Qualität, auf 750 bis 850 Grad abgekühlt. Hinter der ca. 40 Meter langen Wasserkühlstrecke führt der Treiber den Walzdraht zum Legekopf. Windungen je Sekunde werden auf das Transportband gelegt. Mit maximal 0,9 Meter pro Sekunde werden die aufgefächerten Drahtwindungen durch den Luftstrom geführt und abgekühlt. Die Buntbildekammer. In Form einer Spirale fallen die Windungen über einen Dorn auf die Absenkplatte und werden zum Bund gesammelt. Das Drehkreuz schwenkt den Walzdrahtring um 90 Grad. Der Ring wird auf den Pressbund geschoben, gepresst und viermal mit Stahlbändern gebunden. Die Kippstühle legen die Bunde auf das für die vier Adern gemeinsame Transportband. Jetzt der gleiche Vorgang noch einmal im Realfilm. Zurück zum Knüppellager zum Wimmler.
Der Wimmler bringt die Knüppel auf den Chargierrollgang. Auf einer elektronischen Waage werden sie gewogen und in den Ofen geschoben. Der mit Gas beheizte Mehrzonenstoßofen hat eine Leistung von 150 Tonnen pro Stunde. Er ist 22 Meter lang und 15 Meter breit. Zonen, zwei Aufheizzonen und der Ausgleichszone. Besitzt exakt arbeitende Regeleinrichtungen, die eine optimale Ofenatmosphäre einhalten, Entkohlungen verhindern und die Knüppel auf die für die Qualität geeignete, gleichmäßige Walztemperatur bringen. Von dieser Seite des Ofens aus betätigt der Steuermann diese Maschine, korrigiert und verfolgt den Vorgang über einen Fernsehschirm. Durch eine programmgesteuerte Weiche werden die Knüppel in die vier Kaliber des ersten Gerüstes gestoßen. Die Walzgeschwindigkeit hat sich dabei von 0,1 Meter pro Sekunde im ersten Gerüst auf ca. 1 Meter pro Sekunde im siebenten Gerüst verzehnfacht. Drallapparate und Rolleneinführungen gewährleisten eine gute Oberfläche. Bei Störungen wird der Walzstab in kurze Stücke unterteilt, die in den unter der Straße liegenden Schrottkanal abgeführt werden. Auch die 8 vieradrigen Wechselgerüste der Zwischenstraße haben Einzelantrieb. Auch hier sorgen Rollendrallapparate und Rolleneinführungen für eine schonende Führung des Walzstabes. Die Walzen laufen ebenso wie die der Vorstraße in spielarmen Ölflutlagern. Steuerbühne G, die Zentrale der Drahtstraße. Hier laufen alle Fäden zusammen. Wie der Pilot in seinem Cockpit überwacht der Steuermann mit 8 Fernsehschirmen und vielen Kontrolleinrichtungen den gesamten Walzvorgang. Die für die Stromversorgung der Hauptantriebe angewandte Einschubtechnik ermöglicht im Störungsfall einen schnellen Wechsel der Aggregate.
der zentralen Schaltwarte treffen alle für den Elektrobetrieb wichtigen Informationen zusammen und werden von den Elektrikern ausgewertet. Über Sprechfunk gibt dieser dann entsprechende Anweisungen weiter. Nach dem 15. Gerüst wird einadrig weitergewalzt. Durch Rinnenführungen läuft jede der vier Adern zu einem der vier Fertigblöcke. Um Zug zu vermeiden, wird eine Schlinge gebildet und photoelektrisch geregelt. Farbige Anzeigetafeln signalisieren Störungen. Jeder sieht sofort, an welcher Stelle die Unterbrechung aufgetreten ist. Die Achsen der 8 Walzringpaare in den Fertigblöcken sind abwechselnd um 45 Grad über und unter die Waagerechte geneigt, sodass der Walzstab drallfrei den Block durchlaufen kann. Durch den kleinen Durchmesser von nur 156 mm wird die Breitung zugunsten der Streckung stark unterdrückt. Als Werkstoff wird Sinterhartmetall verwendet, das außerordentlich langsam verschleißt. Diese beiden Faktoren erleichtern die Einhaltung enger Toleranzen. Mit 180 km in der Stunde rast der Walzdraht durch die Wasserkühlstrecke zum Treiber und Legekopf. Nach dem Auffächern des Drahtes erfolgt die kontrollierte Abkühlung nach dem Stellmoor-Verfahren. Die Luft aus 5 regulierbaren Gebläsen kühlt den Walzdraht mit der für die Qualität optimalen Geschwindigkeit ab. Der Wind pfeift nicht schlecht. Das Stellmoor-Verfahren wurde von der Steel Company of Canada und der Firma Morgan entwickelt. Es ist in mehreren Ländern patentiert oder zum Patent angemeldet. Neben einer geringeren Verzunderung werden besondere mechanische und metallurgische Eigenschaften von sehr hoher Gleichmäßigkeit erreicht, wodurch wiederum höhere Ziehgeschwindigkeiten, größere Ziehabnahmen und die Einsparung von Patentierungen bei der Weiterverarbeitung möglich werden. Der Draht ist für chemische und mechanische Entzunderung sehr gut geeignet. Frei fallen die Windungen auf die Absenkplatten und bilden einen Bund von 1200 Kilogramm mit einem Außendurchmesser von 1250 mm. Hier können die Ringe, wenn nötig, auch halbiert werden. Nach dem Schwenken des Drehkreuzes werden die fehlerhaften Enden und die Proben abgeschnitten. Mit 12 Tonnen Druck wird das Bund gepresst und mit Stahlbändern gebunden. Der Pressdorn dreht sich axial um 90 Grad. Weitere zwei Bindungen werden vorgenommen.
Geprüft und versandfertig übernimmt der Kippstuhl das Keul vom Pressgong. Walzdrahtes wird ständig überwacht. Hier ein Zugversuch, um die Festigkeitseigenschaften zu ermitteln. Die Drahtoberfläche wird regelmäßig auf Fehler geprüft. Mit dem Vitometer stellt man die Trennung der einzelnen Stahlqualitäten sicher. Bestimmung des Zunderanteiles durch Feststellung der Gewichtsdifferenz nach dem Beizen in verdünnter Salzsäure. Das Mikrogefüge des fertigen Walzdrahtes wird laufend geprüft, um beste Qualitäten zu liefern. Rollenabsenktische und Plattenbänder der Transporteinrichtung sorgen dafür, dass keine Transportschäden an der Drahtoberfläche entstehen können. Die Ringe können wahlweise über Rollentransporte der Bundabnahme mit Speicherband oder der Großbundpresse zugeführt werden. Jedes Drahtbund wird einzeln gewogen. In der Großbundpresse können mehrere Ringe zu Großbunden bis zu maximal 4.800 Kilogramm Gewicht zusammengefasst, gepresst und viermal gebunden werden. Hier wird der Walzdraht bis zum Versand gelagert. Spezialkrane verladen die Walzdrahtringe auf Waggons.
Niederrhein-Walzdraht geht in alle Kontinente. Zu Lande, auf Schiene und Straße. Zu Wasser von unserer Rheinverladung aus nach den USA, Kanada, Afrika, Indien, China, Skandinavien, Südamerika und in viele andere Länder. Weiterverarbeitet finden wir ihn in zahlreichen Fertigprodukten wieder. Als Niederrheindraht in Thyssenqualität.